So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 15 Pack Openings. Und ihr seht schon im Titel, heute also mit der allerersten Chance, pinke Spieler in FIFA 15 zu ziehen. Sprich, die Footies sind da. Gott sei Dank sind sie da. Sprich, ein Reus in Pink, ein Touré in Pink, ein Ronaldinho, eine absolute Legende in Pink. Dann, wen haben wir noch? Wir haben noch einen Gareth Bale, 90er Rating, absolut nicht zu vergessen. Wir haben einen Gündogan, einen Rooney ist mit am Start, ein Jori und viele, viele mehr. Dumbia Jungs ist auch mit dabei. OMG, OP ohne Ende. Aber ihr merkt, richtig geile Spieler, die mit am Start sind. Und in dem Sinn werden wir heute einige Packs öffnen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern es gibt Special Packs, Jungs. Pinke Packs. 25k-Sets, 20 Stück werden wir da öffnen. Und ihr seht schon ein bisschen hier im Hintergrund, wenn alles gut gelaufen ist, habe ich hier schön mit einem Greenscreen mich ausgeblendet. Und das sieht jetzt so ein bisschen anders aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, die ich auch so in den Livestreams jetzt dann erstmal anwenden möchte. Sprich, ein bisschen mit Greenscreen arbeiten. Das sieht schon ganz nice aus. Wenn es, wie gesagt, gut funktioniert. Ich muss erstmal gucken, jetzt dann beim Video bearbeiten. Und in dem Sinn, wenn dir das Video gefällt, lass gerne den Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du noch ein paar Coins brauchst, schau mal in der Videobeschreibung vorbei. Da ist ein Link zu meinem Partner Golda. Und mit dem Code Schlappi bekommst du 3% auf deine Bestellung. Und in dem Sinn, Jungs, gehen wir das jetzt an. 25 fucking K-Sets. Let's go. Allererstes Set, das ich aufmache bezüglich den Footies und wir ziehen Mertens. Okay, Alibas, zumindest ein neuer, den wir bisher noch gar nicht hatten. Ne? Dann haben wir Caballero, Mertens und Cardoso. Pierre-Michel Lasogga ist mit am Start. Aber das können wir erstmal alles abstoßen. Interessiert uns erstmal nicht. Komm schon, nächstes Set. Wir machen heute alle 20 Stück auf. Sprich 500.000 Coins werden wir erstmal investieren und wir ziehen Soldado. Boah, das ist richtig fies mit den Sets, denn die blinken noch so ganz kurz rosa auf, ne? Können wir gleich mal anschauen, dann zeige ich es euch. Das sieht ein bisschen komisch aus. Da meint man immer, man hat jetzt den Footy drin. Dabei ist das nur der Übergang von der rosa, von dem rosa an den Pack zum goldenen Spieler. Oh Mann. Wieder. Da denkt man ganz kurz, oh, da ist einer drin. Und dann leider doch nichts. Lopez haben wir gezogen. Auch der leider Gottes nichts wert. Krychowiak, der Ex-Totz mit am Start. Ranocchia. Iraisa spricht noch nichts Gutes, aber... Aber, ich habe ja neulich angesprochen im letzten Pack-Opening, dass ich fast keine Einsendungen bekommen habe auf Twitter, auf Facebook bezüglich geilen Spielern, die ihr gezogen habt. Da waren ja, war ja das Team of the Tournament am Start mit Messi, mit Vidal, Aguero und Co. Da haben mir echt relativ wenige was geschickt. Ich glaube einfach, da haben auch relativ wenige was gezogen. Aber Footies, da geht schon richtig ab. Was ich da auf Twitter schon verlinkt worden bin, richtig viele Bilder, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer bester Footy war, den ihr bisher gezogen habt, wenn ihr einen gezogen habt, Jungs. Und ich hoffe, dass wir heute auch einziehen. Montoya, der ist gewechselt, Fabiano ist, glaube ich, gewechselt, aber das sind halt alle Spieler, die uns absolut nichts bringen und die absolut nichts wert sind. Aber was soll's. Wir machen mal, huch, ein Nosepack auf, Freunde. Nosepack und wir ziehen bitte was Gutes. Komm schon, ich mach sogar die Augen zu. Nosepack mit geschlossenen Augen. 3, 2, 1. Wieder kein Footy. Korea. Boah, die 25k-Sets, ne, wir sagen jedes Mal, die sehe ich gut. Und machen sie aber auch jedes Mal wieder auf. Unglaublich, aber mal gucken. Vielleicht wird es ja wieder was. Vielleicht kommt ja wieder ein geiler Spieler. Ich überspring mal. Und wir haben sogar einen Inform. Silber Inform, aber die Freude hält nicht lange an. Innenverteidiger, 55er Pace, 71er Defensive, 73er Physis. Aus der Tippeligaen aus Norwegen, Vålerenga. Naja, Jungs. Naja, Jungs. Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Inform ist ein Inform, aber wirklich guter ist er leider Gottes nicht. Von dem her stoßen wir den Rest erstmal ab und öffnen das nächste Set, Freunde. Auf geht's, komm schon. 13 Stück noch verfügbar. Komm, wir machen mal die Taktik wie beim Stream. Ich trinke einen Schluck und wir hoffen, dass was Gutes kommt. Und wir ziehen Isco. Und wir ziehen Isco. Deloy haben wir noch mit am Start. Aber naja, 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 naja. Erstmal wieder abstoßen. Also Bilanz bisher einen Inform nach überspringen, glaube ich. Ich überspringe wieder und wir haben... Also die 25k-Sets sind ja bisher, ganz vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen bescheiden. Ein bisschen sehr bescheiden. Nächstes Set. Aufpassen, sorry. Kleiner Husterer. Und wir haben Moreno. Wer ist das denn hier? Van der Struik. Okay. Hilft uns auch erstmal nicht weiter. Können wir gleich mal abstoßen. So, nächstes Set. 10 Stück haben wir noch. Sprich, die Hälfte ist schon mal getan, Freunde. Und wir haben diesmal einen Footy. Ich sehe es kommen. Cardoso.
Mann, das gibt's doch gar nicht. Immerhin diesmal 3 Spieler, die wir noch nicht haben. Oder 4 sogar. Wahnsinn, aber alles andere komplett beschissen. Ihr merkt, ich bin hier voll aufgedreht und aufgeregt. Ich will unbedingt einen Footy. Unbedingt. Komm schon. Via. Arbeloa. Starke. Hör mir auf. Bergessio. Irgend so ein Silberspieler. Bringt überhaupt nichts. Nächstes Set. Come on. So, ich mach nochmal Nosepack. 8 Sets sind noch verbleiben, Jungs. 8 fucking Sets. So viele. Irgendwas Gutes muss doch jetzt mal kommen. Ohne Worte. Fernandinho ist kein schlechter Spieler, aber bringt uns in FIFA absolut nichts. Mann, Mann, Mann. 7 Stück noch, Jungs. 7 fucking Sets haben wir noch verfügbar, was die pinken Karten angeht. Und jetzt haben wir ihn. Komm, komm, komm. Gakpe. Gakpe. Sansson und Havsavi. Na, herzlichen Glückwunsch, Freunde. Können wir gleich wieder alles abstoßen. Auch das erstmal komplett für die Cuts. Und wir öffnen das nächste Set. Meine Güte, was sollen wir noch machen? Wie können wir die Packs öffnen, dass wir irgendwie hier mal Glück haben? Ich weiß es nicht. Bender. Mathieu. Fabianski. Maxim. Ohne Worte. Einfach ohne Worte, Jungs. Mensch, ihr habt wahrscheinlich einen Bale gezogen, einen Reus, einen Gündogan. Was weiß ich, einen Rooney, einen Jori, einen Ronaldinho, einen Dumbia. Und ich sitze hier und ziehe gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Aber wir haben noch 4 Sets, glaube ich. 4 Sets haben wir noch. Vielleicht gibt es ja zumindest aus einem der 20, 25k-Sets irgendwas Gutes. Mertens. Schaub. Da schauen wir mal lieber eher weg. Wieder nichts Gutes. Komm schon. Letzten 3. Best of 3. Auf geht's. Nosepack. Und hoffen wir, dass das was wird. Ich überspringe jetzt mal mit der Nase. Komm schon. Es leuchtet rot. Und zack. Viscarondo. Okay, Jungs. Jetzt hört es endgültig auf. Ich denke, die ganzen Stream-Zuschauer, die wissen Bescheid. Viscarondo, Fußballgott. Aber warum denn in diesem Set, wenn die geilen Footies da sind? Mann. Mann, Mann, Mann. So, 2 Sets noch. Komm schon. Vorletztes Set. Wieder pink. Wieder jetzt auch was Pinkes drin. Judas. Ah, hinten Hermann und Santana, sprich auch das nichts wirklich Gutes. Und damit öffnen wir das letzte Pack, haben damit 500.000 Coins ausgegeben. Eine halbe Mille für nichts und wieder nichts. Nochmal Daumen drücken und wir ziehen wieder Maxim, den 5-Star-Skiller. Okazaki noch am Start und ganz hinten Bolassi, der nächste 5-Star-Skiller. Aber bringt uns alles nichts weiter. Ich würde sagen, weil es ihr seid, öffnen wir jetzt noch 2, 3, 15k-Sets, Jungs. Und dann muss da jetzt mal was Gutes kommen. Komm schon. Schauen wir mal ganz hinten. Vielleicht irgendein gutes Duplikat. Müller. Erstmal nicht. Erstmal nicht. 2 Sets noch. Komm schon. 2 fucking Sets noch. Nummer 1. Wieder nix. Münzen haben wir. Die nehmen wir natürlich erstmal sehr, sehr gerne mit. Immerhin mal was. So, und dann das letzte Set des heutigen Pack-Openings, Jungs. Das war irgendwie nichts Gutes. Zack. Das war nichts Gutes, Jungs. Aber ich verspreche euch, wir werden im Laufe der Footy-Zeit bestimmt noch den ein oder anderen ziehen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich erstmal raus. Macht's gut, haut rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.